Kann ich so einen benutzen? Ja, ich kann so einen benutzen. Unterbrochen. Warte mal. Aha, jetzt gehört er mir. Geil, Alter. Ja, komm mit, Wuffi. Wuff, wuff. Mach, sei ein netter Wuff. Oh, der hat sogar ein paar Fähigkeiten drauf. Was hat er so drauf? Gezackte Fangzähne. Okay, hat er sich aber alles selber eingestellt. Ja, benutze es nach Herzenslaune. Wie lange habe ich den Wuff-Wuff auf meiner Seite? 10 Minuten. Boah, das reicht, das reicht. Wird zwar ab und zu mal nervig sein, weil das Ding, glaube ich, die ganze Zeit Agro pullen wird. Pullt das Agro? Nö, gar nicht. Pullt noch nicht mal Agro. Wow, du bist das beste Tier, was ich jemals hatte. Da können sogar Jäger neidisch auf dich sein, mein Freund. Da können sogar Jäger auf dich neidisch sein. Und er macht einigermaßen auch guten Schaden, 2000er. Und 10 Minuten? Durchaus, durchaus gut. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut, was wir da hier jetzt gerade bekommen haben. Okay, doch. Begleiter kriegt doch Agro. Ich wollte es gerade sagen. Am Anfang sah es gerade nicht so danach aus, aber es war einfach nur Glück. Wahrscheinlich waren die Viecher einfach zu dämlich, ihn aufzudecken. Ja. Warte mal. Mir fehlt noch ein Material. Warte mal. Könnte man noch eins zähmen? Ich glaube nicht. Das wäre ein bisschen zu krass. Das wäre jetzt einfach ein bisschen zu krass, wenn man einfach auf einmal zwei von den Viecher zähmen könnte. Dann wärst du so der richtige Beastmaster hier. Glaube ich nicht, dass das funktioniert. Ich probiere das mal. Schlösser knacken, komm. Ja, Schloss knacken. Ich wollte es gerade sagen. Gegenstand ist nicht mehr da. Warum? Ich wollte... Ja, sage ich doch. Funktioniert. Ha! Yeah. Finde ich ja geil. Finde ich ja echt geil, dass man sich mal wieder die bisschen die Schurkenpower ausgezahlt hat. Ja, sammel dich, mein Freund. Wir haben sowieso hier andere Probleme. Ich muss noch mal ein paar Sachen sammeln. So, wo ist mein Wuff, 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 Wuff? Mach mal ein bisschen Schaden. Ich meine, mit 2000 Damage bist du eigentlich fast so stark wie ich. Was ist das hier? Ah ja, der letzte hier. Eigentlich brauchen wir dich nicht, aber du hast dich scheinbar hier dazu bereit erklärt zu sterben. Kann ich verstehen. Jeder, der gegen mich kämpft, hat solche Selbstmordgedanken. So, fertig. Wuff Wuff ist noch auf unserer Seite. Wie lange bist du noch? 8 Minuten. Boah, reicht noch aus. Zieht zwar ein bisschen Agro, aber ich habe ein paar Möglichkeiten, wie man das hier beheben könnte. Danke, ich werde mir den Weg nach Falkenforst freikämpfen. Sie werden dafür bezahlen, was mit meiner Familie passiert ist. So, jetzt habe ich die Tinktur. Hm, sehr interessant und penetrant. Vielleicht sollte ich als erstes den Geruch irgendwie beseitigen. Passt auf eurem Rückweg auf euch auf. Danke. Ich kann leider nicht bleiben. Und keine Sorge, die erwischen mich nicht nochmal. Hoffentlich. Ich habe keinen Bock, nochmal hinter dir herzulaufen. Wir haben in eurer Abwesenheit einige Besucher, aber ich habe mich um sie gekümmert. Eschtal ist wohlbehalten zurückwirkt, aber etwas mitgenommen. Er muss einige der Gräuel mit angesehen haben. Mast und Schubbruch. Jetzt muss das vermischt werden. Martin beginnt, die Zutaten in einem Becher zu vermengen. Ich benutze ziemlich starken Grog als Grundlage, einen Tropfen Chili-Extrakt und eine Handvoll Herdblumen. Da! Martin gibt euch einen Becher. Es schmeckt schlimmer, als es riecht, aber es wird Meister Eschter wieder zu Verstand bringen. Bitte gebt ihm diesen Becher. So, Meister! Master of Disaster! Prost! Meister Eschtal, geht es euch besser? Ich denke schon. Hab Dank, Martin. Champion. Ja, da kam ein bisschen Feuer aus dir raus. Ein bisschen Sodbrennen, ich kenne das. Oh meine Güte! Er stellt schütze sich und hustet. Ein bisschen weniger Herdblumen nächstes Mal, Martin. Aber sonst hat es seinen Zweck erfüllt. Das habt ihr beide gut gemacht. Nicht vergessen. So, wir müssen tiefer in den Wald. Die Hexen führen offensichtlich etwas noch Schlimmeres in Schilder, als ich mir ausgemalt hatte. Es ist zwar meine Pflicht, mit Meister Eschtal zu Lady Lucilla zurückzukehren, aber es ist ebenso meine Pflicht, mehr über diese Bedrohung für unser Volk zu erfahren und sie, wenn möglich, aufzuhalten. Es ist zwar ein Risiko, wenn wir uns weit in den Wald hineinwagen, aber ich glaube, das ist es wert. Nehmt euch in Acht vor dem Wald. Gut, dann dringen wir zusammen in den tiefen Wald ein. Bringen, Meister Eschtal? Das werde ich. Martin und ich werden helfen. Fantastisch. Bei den Ruinen nahe dem großen Baum schien sich einiges zu tun. Dann treffen wir uns dort mit unserem Kameraden. Viel Glück, bleibt in meiner Nähe. Wir schleuchen uns hinter die Linien der Hexen. Die Hexen sprachen von einem Großritual, um ihre Meister herbeizurufen. Ihren Meister? Ein böses Wesen, das ihnen Macht verleiht. Ich hörte seinen hallenden Zorn in der Finsternis. Der Meister hasst die Kultiraner bis auf die Knochen. Selbst die Hexen sind nur Schachfiguren in seinem Plan, in unsere Welt zurückzukehren. Was ich in Gefangenschaft hören konnte, legt nahe,
dass er mit dem Drust zu tun hat. Und nicht irgendeinem Drust. Ich tippe auf ihren Anführer. Das Wesen, gegen das Aarom Kronsteig in grauer Vorzeit kämpfte. Ein Jahrtausende alter, rachsüchtiger Geist, der uns alle vernichten will? Wie reizend. Wir müssen dieses Großritual um jeden Preis aufhalten. Okay, da haben wir ein bisschen Einsicht wieder über die Story bekommen. Scheint so, als würden sie hier gerade ein ziemlich heftiges Ritual durchführen, um etwas noch Schlimmeres zu machen, als es jetzt schon ist. Ja, ich find's ja sehr gut, wie sie so in Splinter Cell-Manier alle durchschleichen. Alle schön in einer Reihe, warte mal, ich wünschte, ich könnte hier auch so Splinter Cell-mäßig reingehen, aber leider habe ich noch ein bisschen den Dorgo an meiner Seite. Ich hätte vielleicht mal, ich hätte mal in der vernebten Höhle... Sind die weg? Ja, geil, warum bin ich denn... Ja, okay, wir haben eigentlich alles gehört, was wir von denen hören wollten. Das heißt, wir können uns zurückziehen und versuchen nicht so gut, es geht nicht so viel zu pullen. Hier müssen sie doch eigentlich sein. Oh, sag mir jetzt nicht... Oh, sag mir jetzt... Oh, fuck. Ich hab mich übergeben. Hexenfluch, Trunkenheit, Betrunken, Trefferchance um 20... Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße. Die sind scheinbar verschwunden. Dorgo, du hast ein bisschen Scheiße gemacht. Eigentlich warst du mir gerade ein ziemlich nützliches Viech, aber jetzt gehst du mir langsam nur auf den Sack. Komm schon, der Talisman. Warte mal. Zieh Agro und stirb einfach. Bitte, zieh Agro und stirb einfach. Jawohl. Dorgo, es war mir eine Ehre. Es war mir echt eine Ehre, Dorgo. Aber jetzt ist es Zeit, abzudriften. Okay. Wir haben jetzt gerade ein bisschen verkackt. Die sind einfach in Stealth gegangen und ich habe sie nicht mehr wiedergesehen. Ich sollte die ja eigentlich begleiten. So war das ja das Ding deiner ganzen Sache. Ich würde sagen, ich mache hier so einen kleinen Schnitt und wir sehen uns gleich nochmal in der ganzen Stelle wieder. So, da sind wir wieder eigentlich aus der Ausgangsbasis. Die verschwinden trotzdem, also gehe ich davon aus, wir waren einfach nur an dem falschen Ort. Mir wird hier... Ah, da sind sie ja, okay. Wir haben einfach uns nur am Ort geirrt, aber das passt schon. So, beim Anker, bei meiner Ahn, was für eine enorme Armee. Wenigstens scheint sie noch nicht marschbereit zu sein und der Baum, auf den konzentrieren sie sich offenbar. Schluss mit dem Großritual. Die Blutholz-Hexen planen einen Großritus, ein sehr mächtiges Ritual. Sie beabsichtigen, einen Riss in die Realität zu öffnen, um ihren dunklen Meister hindurchzuholen. Ich vermute, dass sie mit Gorok-Tul unter einer Decke stecken. Wir können nicht zulassen, dass sie das Ritual erfolgreich abschließen. Wir müssen meine Speerspitze sein. Ihr müsst meine Speerspitze. Ich, Meister Ashton und Martin, beschütze, sorgt für Chaos und unterbrecht ihre Rituale. So, was haben wir noch? Wie verhext? Wir müssen noch weitere Einwohner vom Falkenforst retten, bevor sie geopfert werden. Befreit einfach alle, die ihr findet. Der Schlüssel, mit dem wir Meister Eschter befreit haben, sollte auch hier funktionieren. Ich habe den Schlüssel aber leider nicht. Dann heißt es wieder zurück auf Schlösserknacken zurückgreifen. Kontrolliert die Lage. Ich habe diese makabere Armee aus Holz, Fleisch und Knochen beobachtet und dabei gesehen, wie die Hexen und Diener den niederen Geschöpfen mit Hilfe von Talisman kontrollieren. Ihr solltet in der Lage sein, einen noch mächtigeren Talisman zu erschaffen, den wir für unsere Zwecke nutzen können. In dem Herz der Diener findet man die stärksten Talisman. Sie dienen den uralten Drust als Anker für ihre körperliche Gestalt und sind genau das, was wir brauchen. Viel Glück. Ich bezweifle, dass sie die so einfach hergeben werden. Und dann die Matronen von Blutholz. Die Hexen, die hier das Sagen haben. Diese Matronen, Eschenthal, schaudert und nimmt sich dann zusammen. Die Matronen sind die treibende Kraft hinter dem Großritus. Sie sind furchterregend, aber nicht unverwundbar. Wenn ihr ein paar von ihnen ausschalten könntet, hätten wir eine größere Chance, dieses Treiben ein Ende zu bereiten. Nehmt diesen Trank. Er wird die Matronen schwächen. Dann habt ihr vielleicht eine bessere Chance, sie zu töten. Okay, ich denke mal, wir nähern uns hier langsam so dem Ende dieses Geschichtsstranges jedenfalls. Es geht nur noch darum, eben das Ritual hier zu unterbrechen, so gut es geht. Und dann sollten wir uns wieder komplett nach oben konzentrieren. Ich glaube, oben wird das dann auch so sein, dass wir die Quest bekommen... was war das nochmal? Genau, die Quest, wo wir dann in die Dungeon rein müssen. Ich musste gerade meine... Gedanken sortieren und dann sollten wir eigentlich, ich werde wie gesagt, das werden wir wahrscheinlich auch in dieser Folge nicht mehr allzu sehr schaffen, aber mindestens den Geschichtsstrang, den wir hier schon mal angefangen haben, den werden wir definitiv jetzt hier zu Ende bringen. Das ist mindestens noch die einzige Pflicht, wo ich denke, dass wir das noch mindestens machen sollten. Gut, Käfig, brauche ich nicht mal Schlösser knacken, das funktioniert auch scheinbar so ganz gut. Und dann heißt es nichts wie raus hier aus diesem Gebiet und dann schauen... Was als nächstes ansteht. Ich meine, wir haben nicht mehr allzu viel übrig, was wir hier zu tun haben sollten.
meine, von den Geschichtsstrangen sind das nur noch 3 Stück. Wenn wir hier fertig sind, nur noch 2. Und dann sind wir hier wirklich durch. Ich kann da wirklich zu 100% sagen, wir haben hier alles gemacht, was ich zu finden... was ich überhaupt finden ließ. Und dann bin ich gespannt, was uns erwarten wird. Ich meine, die meisten unter euch werden es wissen. Ich hoffe, ihr spoilert mich da nicht großartig. Ich meine, selbst wenn ihr die Folge seht, bin ich dann schon sowieso soweit komplett woanders. Das ist ja eigentlich das ganz Gute, wenn man ein bisschen voraufnimmt, dass man halt den Vorteil hat, nicht gespoilert zu werden. Einfach weil man schon so weit ist, dass man nicht großartig Angst haben sollte, dass man da irgendwelche Probleme haben sollte. Aber trotzdem, was? Tja, gefangener Dorfbewohner. Yo, Dorfbewohner geht wieder rein. Ah, ja. Da war die Furcht größer als der Käfig. Jetzt steckt der... Ja, Bruder, ich weiß jetzt nicht, hast du Aggression gegen deinen Käfig? Eigentlich bist du frei, ich muss dich nicht mehr befreien. Kannst jetzt gehen, Bruder. Ja, komm, wir helfen ihm mal so nach dem Motto. Ja, jetzt bist du offiziell frei. Scheiße, ich bin schon wieder betrunken. Hexenfluch, Trunkenheit. Eklig. So, das Ding wird hier penetriert. Weg mit dem Schrott. Und jetzt müssen wir eigentlich... Was fehlt uns noch? Talismane, gefangene Dorfbewohner und die Fokusse zerstören. Was ich mich eher die Frage stelle, wo... Ah, die sind alle da oben. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, wieso hier nur so wenige von dem ganzen Kack steht. So, den Dorfbewohner hole ich mal eben auch nochmal raus. Bevor der auch so gefehlt wird und einfach aus dem Käfig sich selber befreit. Sieht auch auf jeden Fall sehr interessant aus. Wo sind die denn? Ach, hier haben wir die Hexen. Das heißt, das können wir eigentlich so easygoing-mäßig immer mit schönen Stunts machen. Wobei, den kriege ich hier nicht mehr. Ja, komm, warte mal. Dich nehme ich hier einfach mit. Ich meine, wir sind jetzt nicht so schwach, dass wir hier nicht gegen 2 Leute bestehen können. Ich meine, wir haben noch ein schönes Spielzeug hier. Flüssiges Feuer. Ein bisschen Damage. Ein bisschen Stunts. Das Ganze läuft. Und dann haben wir schon... Oh, vor allen Dingen, wir haben das ganze Gebiet schon fast erkundigt. Also das heißt, uns fehlt wirklich nur noch der obere Abschnitt. Das heißt, eigentlich oben sollte es nicht mehr allzu viel zu tun sein. Also wenn das hier der größte Story-Schnipsel war, den wir hier gerade eben gemacht haben, dann sind das unten... Also dann sind das oben nur noch die 2 restlichen. Ja, erzielt ein Durchbruch und Sturm auf das Anwesen. Warte, ich probiere nochmal mein Glück. Oh. Ich frage mich, warum ich die Scheiße immer wieder trinke, wenn es nie zu den geführten Effekt führt. So, das Ding ist zerstört. Der Käfig ist Okay, ich könnte den Käfig nochmal befreien. Warum auch nicht? Der Typ meinte einfach, ja, ich habe den Käfig fand ich so kuschelig schön, ich gehe da nochmal rein. Ist das einer von... Ja, das ist einer von denen. So, momentan zerstören wir aber auch gerade auch nur die Fokusse. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Matronen eigentlich sind, mit denen wir auch noch zu tun haben müssen. Auf der Karte, wo werden sie da markiert? Oh, okay, die sind irgendwo noch ganz, ganz, ganz weit hinten. Okay, das ist dann natürlich was anderes. Ich dachte, die sind hier ähnlich wie diese Fokusse komplett über den gesamten Kontinent verteilt. Aber sieht danach nicht so aus. So, den verfluchten Diener lasse ich mal in Ruhe. Das hat eigentlich perfekt funktioniert. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch eben schnell die Matronen eben wegholen. Das sind ja nur 3. Was haben wir da? Elsbeth Gerig, dann Stefanie Wehrheim und Vilona Pechweide. Oh mein Gott. Also Hexennamen klingen auf jeden Fall anders. Okay, die heißen jetzt nicht Chantal oder so, aber, aber die heißen doch wahrscheinlich ein bisschen anders. Keine Ahnung. Vor allen Dingen mit Nachnamen und allem drum und dran. Das sind ja richtig förmliche Hexen. Richtige förmliche Dinger. Richtig dicke Dinger da, also... Naja, ihr wisst, was ich meine. Wo sind sie denn? Ach, die sind alle 3 so... okay. Okay, das könnte dann ein Problem werden. Ist das eine Fiole, die... Ja, das ist eine Fiole, die kann ich einfach so schmeißen. Genau, kommt mal schön her. Und dann... Okay. Ich habe hier gerade einen Fehler gemacht, den ich vielleicht hätte nicht nochmal machen sollen. Chaka... Die machen mich ja, die pusten mich ja weg. Ich hätte sie lieber früher mal entzaubern sollen. Jetzt haben die mir richtig was auf die Fresse gegeben. Nein. Ich muss mich zurückziehen, sonst hätte sie mich erwischt. Sonst hätte die mich definitiv erwischt, diese kleinen Scheißviecher. So, jetzt ist sie ein bisschen geschwächt. Ich hoffe, ich kann jetzt mal ein bisschen die Upper Hand gewinnen. Mit dem Stun und der Fiole müsste das eigentlich funktionieren. Boah, Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Das ist genau das, was ich meinte mit der Skalierung. Das kann... Kann mir keiner sagen, dass das von Blizzard beabsichtigt ist.
Boah, dass wir bei normalen Quests schon so fuck am Struggeln sind. Nervig. Ist echt nervig, muss man echt dazu gesagt haben. Also das ist schon mal so... Wenn ich irgendwie einen Kritikpunkt schon mal so aufbringen müsste, dann wäre das einer von denen.